Ja, Otter, hallo. Schön, dass Sie erreichen, Herr Otter. Und zwar geht es darum. Wie bitte? Ja? Wir rufen von Sky Deutschland an. Bestimmt schon mal gesehen oder auch gehört. Ein werbefreier Fernsehanbieter. Ja, wann ist das denn fertig? Das ist jetzt ja schon 3 Wochen bei Ihnen. Was ist 3 Wochen bei uns? Wie bitte? Was ist 3 Wochen bei uns? Ja, das Fernsehgerät. Sollen das ja, ist das immer noch nicht vonstatten gegangen. Also wir haben mit dem Fernsehgerät... Ich muss ja Frauentausch weiter gucken. Also mit dem Fernsehgerät haben wir jetzt nichts zu tun, Herr Otter. Wir sind ein werbefreier Fernsehanbieter. Ja, und wann wird die Reparatur denn dann vollendet werden? Das ist ja im Prinzip Herr Otter, sehr zwingend. Wir reparieren keine Geräte, da sind Sie falsch informiert. Ja, warum haben Sie den denn dann mitgenommen? Wir haben auch nichts mitgenommen, Herr Otter. Wir bieten Ihnen werbefreies Fernsehen an, von Sky. Wie bei ARD, wo da keine Werbung... Also bei ARD kommt Werbung und wir bieten Ihnen Fernsehsender an, wo keine Werbung kommt. Ja, und das kann ich dann, wenn Sie das repariert haben, können Sie das damit einbauen. Also wir bauen nichts mit ein. Noch haben wir mit der Reparatur Ihres Fernsehers was zu tun. Ja. Verstehen Sie? Das heißt, wir bieten Ihnen Fernsehen an, wo Sie Filme schauen können ohne Werbeunterbrechung. Wir haben nichts mit der Reparatur Ihres Fernsehers zu tun. Also ist das dann... Noch können wir da was einbauen. Tun wir auch nicht. Auch nicht? Nein. Wie geht das denn vonstatten? Man muss das ja damit anbauen bestimmt. Genau, das heißt, Sie bekommen praktisch, wenn der Fernseher jetzt dasteht, von uns einen kleinen Receiver. Ein was bitte? Und den einen Receiver. Was das ist praktisch das denn? Das ist ein Gerät, was Sie zwischen dem Fernseher und Ihrer Steckdose schalten. Und über dieses Gerät können Sie dann werbefreie Sender sich anschauen. Also das hat mir mein Sohn, glaube ich, mein Enkelsohn, das sagt, das ist beim Internet, da gibt es so einen Werbeblockierer. Das heißt, wenn die da einen Film gucken, dann können die da keine Werbung reinmachen. Richtig. Richtig, genau sowas macht er. Ich finde es genau, ja immer gerne das, wo da die Leute vor Gericht stehen im Prinzip. Aber da kommt ja in einer Verhandlung dreimal Werbung. Wenn das der Zum Beispiel, wenn das genau. der Staat so machen würde, da hätten wir nicht so viel Schulden. Und dann haben wir jetzt das ideale Produkt für Sie, Herr Otter, wo Sie eben auch diese Sender praktisch ohne... diese Serien ohne Werbeunterbrechung schauen können, Herr Otter. Ja. Das bedeutet, wir bieten Ihnen an das Entertainment-Paket mit 49 Sendern. Das heißt, da sind auch welche in HD mit dabei, also super. Das heißt, Sie haben da ein super aufgelöstes Bild, noch besser als jetzt digital oder auch analoges Fernsehbild. Ich habe ja keine Ahnung von solchen Sachen. Ich bin ja schon auf der Welt gewesen, da gab es sowas noch gar nicht. Und jetzt sind Sie aber auf der Welt und jetzt gibt es das. Und da möchten wir Sie jetzt herzlich zu einladen, Herr Otter. Ja, ich verstehe, Sie sagen SD und HD, aber ich weiß ja gar nicht, was... Ich beschäftige mich ja im Prinzip ja hauptsächlich ja mit meinen Landschildkröten. Ich habe ja das von sollen Technik Sie auch weiterhin machen. Ahnung. Das ist ja auch eine schöne Sache. Ja, haben Sie und auch gesagt, schon Erfahrung mit Landschildkröten? Nicht unbedingt mit Schildkröten, aber mit anderen Tieren. Oh, was wie haben gesagt, Sie was denn? Sie, also was wir Ihnen anbieten, wäre also wirklich ein Produkt, wo Sie eben nochmal 49 Sender mit dabei haben. Da wäre alles komplett mit drin. Bedeutet vom Kinderprogramm bis hin zum Krimi, Dokumentation, Komödien, Sport. Ja. Und haben dann auch nochmal ein Boxset mit dabei mit ganzen Serienstaffeln, zum Beispiel Denver Clan oder Big Bang Theory oder Game of Thrones. Was ist das? Das sind alles, das sind Serien. Was wird da für Thematiken behandelt werden? Der Denver Clan sagt Ihnen doch zum Beispiel was, Herr Otter. Nein. Bin noch ja nicht im gesehen? Prinzip Naturbiologe gewesen. Bin ja nie zu Hause gewesen, bevor ich zu alt war zu arbeiten. Mhm. Wie gesagt, das Ganze nur für monatlich 19,99 € ist ein super Schnäppchenpreis.
und bekommen auch, damit sie zukünftig auch schöne Spielfilme zu Hause schauen können, auch nochmal unser Premium-Paket Cinema mit dazu für monatlich nur 19,99 über eine Laufzeit von 12 Monaten. Möchten Sie das gerne mal ausprobieren, Herr Otter? 19,99 €, genau. Das ist ja sehr günstig, weil als die das ist jetzt ja schon 3 Wochen her, da hat er sich das ja erst angeguckt und er hat gesagt, es kann sein, wenn das die Röhre ist, dass das ganz schön teuer werden kann. Und jetzt sind das doch nur 20 €. Nein, also wie gesagt, ich hatte ja eben schon erwähnt, Herr Otter, dass wir mit Ihrer Reparatur des Fernsehers nichts zu tun haben. Ja, das macht ja der Techniker. Richtig, also da kann ich auch nichts zu den Kosten sagen. Ja. Wir sprechen nur von dem Zusatzfernsehen. Ja. Und da ist jetzt die Frage, möchten Sie das gerne mal ausprobieren, Herr Otter? Ja, können Sie mir denn da mal jemanden von der Technik geben? Das muss ja im Prinzip ja erstmal instand gesetzt werden, bevor wir einbauen. Also ich weiß nicht, welchen Techniker Sie meinen, aber wir haben keine Technik. Moment. Also ich würde sagen, Sie kümmern sich erstmal darum, was... Ich habe das ja hier liegen. Das ist einen Moment Geduld, bitte. Ich bin ja nicht mehr so schnell im Laufen. Ich habe mir das aufgeschrieben. Das ist der Herr Stetter gewesen, Peter. Aha, und von wo kommt der Herr Stetter? Ja, von Fernsehtechnik. Ja gut, damit haben wir nichts zu tun. Ja, das ist ja, Sie sind ja in der Buchhaltung, aber ich wollte ja gerne den von der Technik dann sprechen. Nein, wir sind auch nicht in der Buchhaltung. Wir haben mit Ihrem Fernseher und der Reparatur und der Technik dort nichts zu tun. Ja, wir sind ein ganz anderes Unternehmen, Herr Otter. Und wieso haben Sie dann angerufen? Damit wir Ihnen werbefreies Fernsehen kostengünstig nach Hause schauen können. Wie Sie eben schon sagten, Sie können dann Ihre Gerichtsserien sehen ohne Werbeunterbrechung. Darum geht es. Ja, da können wir, dann kann ich endlich wieder sorgenfrei RTL gucken. Dann würde ich sagen, lassen Sie erstmal Ihren Fernseher reparieren. Ja. Und dann melden wir uns zu einem späteren Zeitpunkt nochmal bei Ihnen, Wann Herr Otter. Wann wird das denn passiert sein, im Prinzip? Ich muss das ja zu Hause sein wegen der Ja, weiß ich nicht. Da müssten Sie nochmal die Firma anrufen, wo Ihr Fernseher steht. Kann ich Ihnen nicht sagen. Aber Sie haben mich doch jetzt gerade angerufen. Ja, aber ich sagte doch bereits, nicht von der Firma, die Ihren Fernseher repariert. Damit haben wir nichts zu tun. Ja, es ist ja nach wie vor dann die Frage, 3 Wochen schon vergangen, macht das ein Auszubildender bei Ihnen, der Lehrling, oder kann das vielleicht der Meister machen? Dann suchen Sie sich nochmal die Nummer raus. Sie haben ja ein Schreiben dort, wo der Fernseher ist. Und da steht bestimmt eine Telefonnummer drauf. Und dann wählen Sie die einfach nochmal an. Ja, das ist okay? Im Prinzip ist das die Auftragsnummer 4862137. Dass Sie da bitte nochmal nachfragen. Nee, da können wir nicht nachfragen, Herr Otter. Es tut mir leid, wir haben mit der Firma nichts zu tun. Ja, das müssen Sie selber machen, Herr Otter. Können Sie mich dann da durchstellen, bitte? Nein, wir haben mit der Firma nichts zu tun. Ich kann sie auch nicht durchstellen. Ja, und muss ich denn für das Gerät von Ihnen, was muss man da für Stromanschluss haben? Das ist ja auch immer problematisch bei... Ein ganz normaler Stecker in die Steckdose. Und es ist nicht großartig. Wird denn dann das TV-Gerät, wenn Sie das instand gesetzt haben, schließt man das an den anderen Gerät an oder muss man da auch eine Steckdose für haben? Das Gerät braucht einen Stromanschluss, gar keine Frage, weil da eben auch ein Sticker dran ist. Und ansonsten, wenn Sie über Kabel schauen, geht das Kabel aus der Dose in den Receiver und aus dem Receiver geht ein Kabel wieder in den Fernseher und das war's. Das heißt, ich muss quasi den Fernseher selber nicht mehr in in die Steckdose einführen, sondern dann in dieses... In diesen Receiver. Genau, das, weil sonst richtig, hätte ich da ja gar nicht genug Steckdosen für gehabt, weil die haben das ja so dämlich gebaut hier damals. Die haben da alle nicht so nachgedacht. Das ist, Herr Otter, also ich würde sagen, wir kürzen das Ganze mal ab hier. Das bedeutet, Sie gucken nochmal, was Ihr Fernseher macht. Das ist nochmal eine andere Firma, damit haben wir nichts zu tun. Richtig. Dass erstmal der Fernseher wieder repariert wird und wir melden uns in der Woche nochmal und gucken mal, ob dann der Fernseher hoffentlich dann operiert wurde und wieder bei Ihnen zu Hause steht. Ja, das hoffe ich ja auch. Wäre das denn im Alles Prinzip, klar. Weil Sie hatten mir ja dieses Premium-Paket angeboten für die Blitzreparatur. Kann man das nachträglich noch abschließen? Weil irgendwie dauert mir das doch zu lange jetzt. Kann ich Ihnen
kann ich Ihnen leider auch nicht beantworten. Wir sind nicht diese Firma. Ja, ich bin jetzt ja schon seit Jahrzehnten da immer die Sachen ankaufen. Und da dachte ich eigentlich, dass da man da, sage ich mal, eine schnelle Instandsetzung auch erwarten kann. Naja, dann gehen Sie da, dann gehen Sie mal persönlich hin und fragen mal nach, warum das so lange dauert. Kann ich Ihnen nicht sagen. Das habe ich ja schon zweimal gemacht und das ist ja, ich kann ja bei diesen Temperaturen ja im Prinzip ja jederzeit einen Herzinfarkt kriegen. Herr Otter, dann würde ich das Gespräch jetzt gerne erstmal hier beenden. Sie kümmern sich um Ihren Fernseher und wir melden uns dann nochmal in den nächsten Tagen, was das werbefreie Fernsehen angeht, okay? Ja. Dann wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende und schönes Wetter vor allen Dingen. Dass Sie dann im Prinzip Bescheid geben, wenn dass ich da meinen Enkel schicken kann, dass der das abholt bei Ihnen. Wie gesagt, bei uns kann man nichts abholen. Zu guter Letzt nochmal, Herr Otter. Wird das dann gebracht wieder? Kann ich Ihnen auch nicht beantworten, weiß ich alles nicht. Von den Herrn, können Sie den Herrn Städter mir mal geben? Nein, kann ich nicht, weil der Städter hier nicht arbeitet. Das tut mir leid. Das bei die Werkstatt verbinde, bitte. Kann ich auch nicht, wir haben nichts mit Ihrer Werkstatt zu tun, Herr Otter. Ich wünsche noch einen angenehmen Tag dann. Dankeschön. Das könnte jetzt nicht einfach auflegen. Das ist, Problematik ist ja noch nicht behoben worden. Nee, weil wir nicht Ihr Ansprechpartner sind. Wir sind nicht die Firma, die das macht. Ja, wir sind ganz jemand anders. Sie haben mich doch angerufen. Ja, aber nicht wegen Ihres Fernsehers. Nicht, weil der repariert wird. Sie haben die ganze Zeit nur von Fernsehen gesprochen. Von werbefreiem Fernsehen. Ja, darum geht das doch, seit einer halben Stunde. Ich wünsche noch einen angenehmen Tag, Herr Otter. Auf Wiederhören. Oh, ich hatte die einfach aufgelegt. Oh nein, muss ich weiter den Meerschweinchen beim Wachsen zusehen, bis wir irgendwann ein Hotel finden, wo wir die einquartieren können.